Bei der Suche nach Informationen ist eine gut funktionierende Literaturverwaltung unerlässlich. Dafür gibt es zwei Gründe. Einerseits möchte man später bereits gefundene Quellen schnell und einfach wiederfinden. Außerdem wird der Aufwand für das Erstellen eines Literaturverzeichnisses erheblich reduziert. Eine Software, die zur Literaturverwaltung genutzt wird, sollte die folgenden drei Punkte unbedingt beinhalten. Erstens, das Einpflegen von Daten. Gefundene Quellen sollen rasch und korrekt zur Datenbank hinzugefügt werden. Zweitens, die Auswertung der verwalteten Literatur. Und drittens, die Unterstützung bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten. Das ist vor allem die Zeitersparnis und Vermeidung von Fehlern, die durch ein automatisches Inhaltsverzeichnis hervorgerufen werden. Das Einpflegen von Daten. Während der Recherche sollte jeder Artikel, der als relevant empfunden wird, sofort in die Literaturverwaltung importiert werden. Die wichtigsten Informationen, die sogenannten Metadaten, sollten dabei nie manuell eingegeben werden, da dabei oft Fehler passieren können. Normalerweise stellen die meisten digitalen Bibliotheken die Datensätze in diesem Format zum Download bereit. Auch die meisten Literatursuchmaschinen bieten die strukturierten Metadaten zum Download an. Die meisten Programme bieten auch eine Browser-Erweiterung an, die den Import von Daten noch einfacher gestalten. Allerdings sollte nach dem Import die Referenz immer auf Fehler untersucht werden. Fehler passieren auch oft bei der falschen Festlegung der Literaturart. Für das Literaturverzeichnis ist es sehr wichtig, in welcher Form ein Artikel erschienen ist. Für einen Zeitschriftenartikel zum Beispiel sind andere Daten wichtig als für ein Buchkapitel. Die Eingabe mag zwar am Anfang korrekt erscheinen, allerdings können wichtige Daten, wie zum Beispiel die Ausgabe und der Jahrgang, fehlen. Die folgenden Felder sollten immer kontrolliert werden. Bei Büchern zum Beispiel ist es der Autor oder die Autorin, der Titel, der Erscheinungsort, also meist Verlag, und das Jahr. Zeitschriftenartikel legen neben dem Namen des Autors und dem Titel des Artikels auch Wert auf den Titel der Zeitschrift, den Band, also meist die Ausgabe, und die Seite. Bei elektronischen Medien ist die URL sehr wichtig, ebenso wie das Datum des letzten Zugriffs. Soll die Literaturverwaltung jetzt nicht nur zur Generierung eines Literaturverzeichnisses verwendet werden, sondern auch bei der eigentlichen Arbeit unterstützen, so ist es sinnvoll, den Volltext als digitale Datei, meist als PDF, hinzuzufügen. Alle Programme zur Literaturverwaltung organisieren Publikationen in Gruppen. Das kann anhand von Kategorien oder auch Tags geschehen. Sie alle haben das Ziel, die Literatur einfach auffindbar zu machen. Zu den zwei gängigsten Methoden zählt einerseits die Ablage nach Themenbereichen. Das ist vor allem gut, wenn eine große Anzahl an Quellen zu unterschiedlichen Themen vorhanden ist. Andererseits gibt es auch die Zusammenfassung von Quellen, die gemeinsam in einer Arbeit verwendet wurden. Einige Literaturverwaltungen bieten neben der Gruppierung von Publikationen auch Zusatzfunktionen an. Das wären zum Beispiel das Erstellen von Notizen oder auch Exzerpten. Manchmal hat man auch die Möglichkeit, Wichtiges durch Anstreichen hervorzuheben.
Die meisten Softwares bieten auch die Möglichkeit an, Teile der Datenbank für andere Personen freizugeben. Die beste Unterstützung der Literaturverwaltung bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten ist das Generieren eines Literaturverzeichnisses. Denn jede Arbeit muss mit Referenzen auf bereits existierende Arbeiten versehen werden. Diese Aufgabe wäre manuell sehr aufwendig und fehleranfällig. Um Kurzzitate in Texte oder Ähnliches einzufügen, bieten die meisten Programme auf diesem Gebiet Erweiterungen für die gängigsten Textverarbeitungsprogramme an. Der Hauptzweck von Literaturverwaltungen ist es, die Verwendung von Referenzen bei der Erstellung von Arbeiten in den verschiedenen Textverarbeitungssystemen zu vereinfachen. Die drei gängigsten Typen hierbei sind Standalone-Verwaltungssoftware, Online-Dienste oder Literaturdatenbanken von Textverarbeitungsprogrammen. Standalone-Verwaltungssoftwares sind desktop-basiert und bieten eine interne Datenbank. Beispiele hierfür wären EndNote, Papers, Citavi oder auch Zotero. Sie lassen sich meist besser in das jeweilige Betriebssystem einbetten. Oft gibt es zu diesen Programmen auch Gegenstücke in Form von Apps. Nehmen wir nun Zotero als Beispiel, bietet dieses Programm neben einer Erweiterung für Textverarbeitungsprogramme auch eine eigene Browser-Erweiterung an. Ein Beispiel für einen Online-Dienst zur Literaturverwaltung ist die Suchmaschine Google Scholar. Sie besitzt eine integrierte Literaturverwaltung, sofern ein aktives Google-Konto vorhanden ist. Sie ermöglicht das Hinzufügen von Artikeln und Literatur zu einer privaten Sammlung. Allerdings gibt es hier keine Integration mit Textverarbeitungsprogrammen und es wird auch kein Quellenverzeichnis generiert. Ein weiteres Beispiel für Online-Dienste in diesem Bereich ist Mendeley. Hier ist jedoch eine Integration mit Textverarbeitungsprogrammen inkludiert. Zum Schluss gibt es noch die Literaturdatenbanken von Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word oder LibreOffice. Dabei wird die Literatur erfasst und zu einer internen Datenbank hinzugefügt. Der Fokus liegt hier eher auf der Erstellung eines Quellenverzeichnisses. Diese Art, Literatur zu verwalten, ist meist weniger fehleranfällig.